Währenddessen sehen wir den 11. Punkt für Ahlhorn und damit den Sieg im ersten Satz. Ja gut, ich bedanke mich für den fachmännischen Kommentar. Viel Spaß jetzt an der Seitenlinie und dann viel Glück im letzten Spiel dann gegen den deutschen Meister. Vielen Dank. Dankeschön. Zweiter Satz. Gut angefangen von Ahrensen. Mit einem direkten Punkt. 1:0 erneut für Förde. So, wie bereits im ersten Satz. Und der direkte Punkt auf der Gegenseite von Imke Schröder. 1:1. Ahrensens Angabe auf die Linie. Und der zweite Ball zu kurz von Jana Meiners. 2:1 für Förde. Aronson mit der nächsten Möglichkeit kurz gespielt. Manneke hat ihn. Schlecht gespielt, Schröder. Und da haben sie Glück, dass der Ball wieder runterkommt und nicht auf dem Basketballkorb liegen bleibt. Und das 3:1 für Förde durch Ahrensen. Imke Schröder mit der kurzen Variante erneut erfolgreich. Drei zu zwei. Kurze Variante, diesmal nicht so gut von Ahrensen. Warnecke mit dem klaren Punkt. Nicht zu holen, der Ausgleich. 3:3. Ahrensen. Kurze Variante. Kein Problem, Meiners hat er aufgepasst. Warnecke erneut. Kurze Variante. Ahrensen holt den Ball, aber sie kriegen ihn nicht rüber. Double unter dem Netz durch. Punkt. Für Ahlhorn. 4:3. Für den deutschen Meister. Und Warnecke erneut mit dem Punkt. Nicht zu holen für Ahrensen.
Machen wir mit der langen Variante. Jetzt wieder Warnecke. Gut gespielt. Und der Punkt. Monatabe kriegt den Ball nicht richtig hoch. Bis heute 6:3. Für Ahlhorn. Okay, keiner nach in der Mitte durch. Das ist eine Riesenlücke. Mittelmeier war rausgerückt. Keine gute Ansprache. 7:3. Für Ahlhorn. Und wir nehmen hier einen ähnlichen Verlauf wie schon im ersten Satz. Wo Förde erst führen konnte, sogar 3:1. Und dann die Klasse des Meisters aufblitzt. Ahrensen, der hat sie Glück gehabt, dass das Netz nicht berührt. Das hat sie gut gelöst. Und Schröder. Das war sehr gut gesehen. Ahrensen geht in die Mitte, um den kurzen Ball abzufangen. Und dann spielt sie ihn doch lang und dann gegen die Laufrichtung. Keine Chance. 8:3. Mit der Angabe. Kurz gespielt. Warnecke holt den Ball. Und Schröder wird demnach abschließen. Mittelmeier ist dran am Ball. Aber der Ball an der Außenlinie kommt außerhalb auf. 9:3 für Ahlhorn. Gut gespielt. Von Meiners auf Warnecke. Guter Schlag von Aronson. Und Warnecke mit dem langen Ball. Aber noch die Chance für Förde. Ganz kurze Variante. Und da kommt niemand mehr richtig hin. Warnecke kann den Ball nur noch berühren. Aber nicht mehr entscheidend spielen. 4:9. Und der Ball viel zu weit. Von Imke Schröder. 5:9. Der geht an die Decke, aber schlecht gespielt. Aronson spielt den Ball hoch in die Mitte rein. Ist natürlich kein Problem, den Ball aufzunehmen. Und Warnecke. Das Netz berührt. 6:9. Und man schon noch. Schnuppert so ein bisschen Morgenluft jetzt. Auf Förderseite. Oh, aber sie kriegen den Ball nicht wieder rüber. Das ist mal ganz starke Angabe. Tabel haut über den Ball. Schetter kriegt ihn nicht wieder richtig rein. 6:10. Satzball für Ahlhorn. Und der direkte Punkt. Aronson. 7:10. Und damit Aufschlag zum Satzgewinn. Durch Imke Schröder. Kurz gespielt, sicherer Ball. 11:7 gewinnt
Alhorn auch Satz Nummer 2. So, wir sind bereit für...